Herzlich willkommen zur 98. Folge von Vor 100. Wir haben heute, Steffen, den 20.10.2018 und vor 100 Jahren den 20.10.1918. Hier sind Steffen und Luis. Musst du gerade überlegen, wer hier ist. Ja. Und ihr seid auch da. Vielen Dank. Ja. Und die Folge ist aufgebaut wie folgt. Wir haben unseren heißgeliebten oder auch nicht heißgeliebten, aber wir haben zumindest einen Hausmeisterteil wie immer. Der geht 2 Minuten, weil Podcaster reden einfach sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Vor allen Dingen über Themen, über sich selber, die eigentlich nicht so zum Sendungsthema passen. Wir haben ja das Hobby gewählt, weil wir auch gerne reden und weil wir das nicht ausarten lassen wollen, weil... weil ich hasse das bei anderen Podcasts, wenn die ewig über sich selber reden und nicht zum Punkt kommen würden, ist das bekannt aus 2 Minuten. Danach reden wir einfach über die wichtigsten Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren und nur so viel sei gesagt, es ist halt spannend, weil Zeitenwende. Wir nähern uns dem Ende. Das Ende naht, sagen wir es mal so. Und dann kommt unsere Totholz-Rubrik und ich habe wieder Ari mitgebracht und Steffen, du weißt immer den Titel deines Buches. Forgotten Voices of the Great War. Sehr gut, War Steffen. Von Max Arthur. Ja, und da würde ich auch sagen, gehen wir direkt in die Hausmeisterteil. Lieber Steffen, starte die Zeituhr. Ich starte die Zeituhr. Wo sind wir? Wir sind mitten im Park. Im schönen Wedding. Im schönen Wedding. Wobei es hier gar nicht so schlimm ist wie sonst im Wedding, finde ich. Ja, also man muss auch sagen, es ist gerade Herbst. Die Blätter sind total gelb. Es ist wunderschön. Und die Fliegerfrequenz ist irgendwie ein Flieger pro halbe Stunde, was für ein Wedding noch in Ordnung ist. Ja, das ist nicht so wie in Rehberge. Wo wir letztes Mal draußen aufnahmen und beschallt wurden. Und es war auch sehr viel Wind da. Steffen, wie geht's dir? Es geht mir gut. Wie geht es dir? Auch sehr gut. Ich war letzte Woche in Schweden beruflich. War auch witzig. Ja, wo da ungefähr? In so einem kleinen Nest in Mittelschweden, sagen wir es mal so. Ich erwarte ja demnächst neue Kopfhörer aus Schweden, aus Stockholm. Ach, die kommen daher? Hm. Das ist der Hersteller? Ja. Ja, genau. Und also man merkt, super spannend alles. Was, wenn ihr mal in Schweden seid, in Schweden gibt es in jedem kleinen Ort so eine Bar, wo man so Gummitiere kaufen kann, so Haribo-Tiere. Und in Schweden sind die richtig, richtig lecker. Da gibt es eine besondere Köstlichkeit. Ich weiß nicht, wie man es auf Schwedisch nennt. Ich nenne das immer Eulen. Die sind super geil. Da habe ich mir eine Riesenmenge von mitgenommen. Jahresvorrat an Eulen. Also wer Luis was Gutes tun will, schickt Eulen an den Vorderen. Wer mal in Schweden ist, der schreibt mich an, dann schicke ich mal ein Bild von diesen Eulen. Das geht nicht um mich, ich habe jetzt erstmal ein Jahresvorrat, ich habe viele Eulen. Es geht darum, da kann er die auch mal probieren. Die sind super, super lecker. Gut, dann eben so. Wer in Schweden ist, der schreibt an Luis@vor100. Ja, eben. Also unsere zahlreichen schwedischen Hörer bitte. Genau. Ja, und nochmal, wir betonen es, ist die drittletzte Folge von vor 100. Danach ist erstmal ein Jahr Pause und wir wissen wirklich nicht, wie wir das weitermachen, in welchem Umfang. Wir haben ja generell sehr, sehr viel verändert in den letzten 4 Jahren. Harald Ludwig, Fragezeichen. Was ist eigentlich mit denen? Wo sind die? Deswegen, also es kann auch sein, dass wir dann einfach irgendwie doch weitermachen, aber aktuell haben wir beide eine sehr hohe Workload, also eine sehr hohe Arbeitslast. Hast noch 3 Sekunden. Und die Tendenz erstmal Pause. So, super, Luis, hast du genau mit den Hausmeisterthemen beendet. Bevor wir jetzt zu den Meldungen heute vor 100 Jahren kommen, würde ich gerne noch sagen, wer heute vor 100 Jahren gestorben ist. Also, das ist jetzt kein erfreuliches Ereignis, aber ich dachte mir, das ist eine Meldung wert. Mhm. Jetzt, Steffen, deine Chance. Ja, und zwar warst du schon mal in einem, du bist ja oftmals in Hotels unterwegs, ne? Leider ja. Ja. Warst du schon mal im Hotel Ritz? Ritz? Ja. Ritz-Carlton? Ritz in London oder in Paris. Ich glaube, es heißt es heute Ritz-Carlton. Das, wie soll ich sagen, ich meine, dass ich wollte mir die Qualmwolken in meiner Kreditkarte nicht antun. Gut. Also noch nicht. Aber ich möchte dir sagen, der Gründer Cäsar Ritz, der ist heute vor 100 Jahren gestorben. Geboren 23. Februar 1850 und heute vor 100 Jahren am 20. Februar 1918 gestorben. Danke, Steffen, für die Information. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir zu den wirklich wichtigen Ereignissen heute vor 100 Jahren. Ich bitte drum. So, kommen wir zu den Meldungen heute vor 100 Jahren. Diesmal gegliedert in verschiedene Abschnitte. Wir fangen mal an mit Friedensbewegung zwischen dem Deutschen Reich und den USA. Das Thema, weil... In der letzten Folge haben wir das ja gesagt gehabt, dass die Mittelmächte ein Friedensangebot sozusagen kommuniziert haben, was sich vornehmlich an den Präsidenten der USA richtet, Woodrow Wilson. Und Woodrow Wilson hatte ein 14-Punkte-Programm und auf Basis dieser Punkte sind die Mittelmächte
bereit, Frieden zu schließen. Eine totale Kapitulation, Abhängigkeit von der Gnade Amerikas, nennt es Harry Graf Kessler. Das ist die Lage. Und wie hat Woodrow Wilson jetzt darauf reagiert, Steffen? Woodrow Wilson fordert einige Dinge jetzt, zum Beispiel auch die Beendigung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges. Und er hat vor allen Dingen zurückhaltend reagiert. Also er hat jetzt nicht gesagt, juhu, endlich Frieden, und zwar so, wie ich es wollte, sondern er macht halt das, was die Mittelmächte eigentlich nicht wollten. Er schaltet sofort die anderen und drohende Mächte, namentlich England und Frankreich, hinzu. Und die wollen keinen langfristigen Frieden auf Basis eines Völkerbunds, der halt mit Selbstbestimmungsrecht der Völker, was die wollen, ist einen klassischen Großmachtsieg. Das heißt, Ausweitung der eigenen Machtsphäre durch Hinzugewinnung von neuen Gebieten und Zahlungen. Das heißt, Zahlungen aufgrund der im Krieg erlittenen Schäden. Das heißt, Woodrow Wilson reagiert zurückhaltend, holt seine Verbündeten rein, und was für die Deutschen eine schlechte Nachricht ist, weil ein Frieden nur mit Amerika ist sicherlich ein besserer Frieden als ein Frieden mit Frankreich, die Rache wollen. Ja. Ich würde auch nochmal auf den uneingeschränkten U-Boot-Krieg hier hinaus wollen. Das war ja letztendlich am Februar 1917 hatte ja damals das Deutsche Reich gesagt, wir haben jetzt den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, feuern auf alles, was uns in bestimmten Gebieten vor die Flinte kommt. Oder vor das Torpedorohr. Und das war ja auch so der aufschlaggebende Punkt, warum die USA in diesen Weltkrieg eingetreten sind. Und Woodrow Wilson hatte auch noch gefordert, dass dieser uneingeschränkte U-Boot-Krieg sofort aufhören müsste. Denn es kam Mitte Oktober zu einem Zwischenfall, wo ein deutsches U-Boot ein irisches und ein japanisches Passagierschiff versenkte, bei dem 900 Zivilisten auch ums Leben kamen. Und dann hat der aktuelle Reichskanzler Max von Baden gesagt, ja, okay, das werden wir aufgeben. Es war ein großer Streit zwischen Max von Baden und der Militärführung, denn die wollten eigentlich diesen U-Boot-Krieg noch weiterführen. Es gab den Scherer-Plan noch, das war so ein Admiral, Reinhard Scheer, und der wollte eigentlich noch die Zahl der U-Boote steigern, der wollte 36 neue U-Boote tatsächlich kaufen oder herstellen lassen. Es ist nur an einer Sache gescheitert, nämlich, könntest du dir vorstellen, woran es scheitern könnte, dass man im Deutschen Reich jetzt keine 36 neuen U-Boote mehr kurz vor Kriegsende bauen kann? Entweder Arbeitsmangel an irgendwas, logischerweise. Ich denke, mein Geld ist kein Problem, weil das kann man irgendwie sich beschaffen, bedrucken, leihen, was auch immer. Entweder Arbeitskräfte zum Herstellen oder Rohstoffe wie Metall oder beides. Genau, also namentlich auf jeden Fall fehlten 20.000 Facharbeiter, die gerade an der Front waren. Die konntest du nicht mehr abziehen. Ja. Und dann, ja, das musste Ludendorff auch eingestehen, der ist ja Generalquartiermeister. Und somit konnte sich Max von Baden durchsetzen und sagen, nein, Jungs, ganz ehrlich, dieser U-Boot-Krieg, dieser uneingeschränkte, der hat gar keinen Sinn mehr, das geben wir jetzt bitte auf und gehen auf die Forderung von Woodrow Wilson ein. Vor allen Dingen, man könnte den ja theoretisch auch wieder anfangen. Also ich meine, man gibt ja erstmal nicht viel auf, man kann nur gewinnen aus meiner Sicht. Ja, so. Aber die oberste Heeresleitung hatte vor, damit noch bis zum Kriegsende ordentlich was zu bewegen. Also am 20. Oktober sozusagen, am Tag, wo diese Folge erscheint, beenden die Mittelmächte den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Das war 8 Tage, nachdem dieses irische bzw. auch japanische Passagierschiff von einem deutschen U-Boot versenkt wurde. Ja, und wie gesagt, die Lage ist die Mittelmächte haben sehr hektisch, sehr panisch kapituliert und sind von der Gnade namentlich Amerikas, aber auch der Entente abhängig, und Woodrow Wilson schaltet seine Verbündeten hinzu. Das heißt, die Vermutung ist die, dass dieser 14-Punkte-Plan, der sehr abstrakt ist, also der wirklich sehr abstrakt in dem Sinne ist, da geht es halt darum, Selbstbestimmungsrecht der Völker, das heißt, in einer perfekten Welt darf jeder selber entscheiden, zu welchen Nationen er gehört oder ob er nicht eine eigene aufmacht, und die Gründung dieses Völkerbundes, dass dieser Plan so vermutlich nicht umgesetzt werden kann, weil Frankreich und Großbritannien wollen das sicherlich nicht. Übrigens, eine Meldung, die ich hier noch gefunden hatte, die ich ganz entscheidend fand, war, die ist noch vom 18.10., also vor 2 Tagen und 100 Jahren, von der SPD, dann gibt es ja diese Vorwärts, so eine Art Zeitung sozusagen, beziehungsweise Parteiorgan, und da
ruft die SPD zum Durchhalten auf und sagt aber auch, und das finde ich jetzt sehr spannend, dass alle Gebietsforderungen der Kriegsgegner zurückgewiesen werden. Das die, mal so, die SPD. So ordentlich Salz in die Wunde reinstreuen, finde ich. Ich möchte nochmal erwähnen, dass die SPD gerade in Deutschland viertstärkste Partei ist. Nach aktuellen Umfragen. Und ich sage das als jemanden, der zumindest sozialdemokratische Politik als eigentlich einen richtigen Weg findet. Wobei die aktuelle SPD, die wir haben, nicht das macht, was ich persönlich unter Sozialdemokratie verstehe. Punkt. Gut. Kommen wir nochmal zu anderen Friedensbewegungen. Ja, ich weiche manchmal ab. Genau, wir haben ja noch andere Nationen, die Frieden wollen. Die Osmanische Reich und das Österreich-Ungarische Reich. Ja. Und was machen denn die Türken? Die Türken haben jetzt tatsächlich auch eine Waffenstillstandsnote an Wilson geschickt. Das heißt, das Osmanische Reich möchte jetzt auch auf den Frieden eingehen und aus diesem Krieg auch austreten. Österreich-Ungarn hat ja einen Kaiser, Karl der Erste, und der hat ein Manifest veröffentlicht über eine Neugliederung der österreich-ungarischen Monarchie. Und zwar, da geht es halt darum, dass man sich sagt, okay, diese verknöcherte habsburgische Monarchie hat ein Problem. Wir machen jetzt einen Bundesstaat und jeder Volksstamm, die Tschechen, die Slowenen, die Ungarn, was sie alles haben, die kriegen ihr eigenes Gebiet und werden halt sozusagen über die Habsburger Monarchie zusammengehalten. Ich kann jetzt schon mal sagen, was Harry Graf Kessler davon hält. Was würdest du vermuten? Ich glaube nicht sehr viel. Ja. Hat er wieder ein tolles Zitat dann. Ja, das oder kommt eine, auch noch. Also ja. Er sagt halt, dass er das für persönlich, also die Idee an sich ist nicht schlecht. Er hält das aber eine blöde Idee, wenn der Kaiser das selber veröffentlicht, weil er ja damit selber schon sagt, dass dieser Staat ein Problem hat. Also er erkennt die, damit destabilisiert er halt selber noch den Staat zusätzlich, weil er selber schon sagt, so wer jetzt ist, kann er nicht bestehen bleiben. Dann stellt man sich die Frage, was hat er nach 2 Jahren, also ich meine, also das ist, weiß ich nicht, es ist immer schwierig, dann stellt sich immer gleich die Sinnfrage, wofür gibst du ihn dann? Ja, ich glaube, das ist aber noch so ein Versuch von diesem Kaiser, er sieht, es geht jetzt dem Ende entgegen und wenn wirklich sich Woodrow Wilson mit seinen Friedensangeboten durchsetzt und jetzt aber auch noch Frankreich dazukommt, die ja wahrscheinlich auch darauf versessen sind, Österreich-Ungarn zu zerstückeln, dann ist das vielleicht noch so eine Art Rettungsvorschlag zu sagen, naja, man muss ja nicht mehrere Staaten draus machen. Man könnte ja vielleicht trotzdem noch in einem großen gemeinschaftlichen staatlichen Gefüge sein, wo aber wenigstens jeder so eine Art eigenes staatliches Gebiet ist. Ja. Also so eine Art Rettungsversuch, Österreich-Ungarn trotzdem ganz zu lassen. Ja. Gut, ich meine, kann man auch verstehen, dass er was unternimmt. Dann haben wir noch die Rubrik, die du dir ausgedacht hast, Steffen, finde ich auch eine sehr schöne, Leben vor 100 Jahren. Ja, gerade vor 100 Jahren in Berlin, Luis, stell dir vor, du wärst so 18 und, oder zwischen 8 und 14 Jahren, meine ich. So gerade im Deutschen Reich, in Berlin, du hättest wahrscheinlich kein tolles Leben. Nee. Ja, weil es gab vor 100 Jahren auch nicht so viel. Wahrscheinlich in dieser entscheidenden Phase der Pubertät kein Vater da. Ja. Die Mutter wahrscheinlich schwer beschäftigt, irgendwie alle am Ackern. Am Verhungern. Das Verhungern zu verhindern. Bin ich selber nicht eine große Zukunft, alles geht bergab und ich spüre die Unsicherheit der Erwachsenen. Ich vermute, man kann ganz schnell zum Arschloch mutieren. Ja, und vor allem macht man Folgendes, man hängt einfach auf der Straße ab mit seinen anderen Kumpels und hat nichts zu tun. Und jetzt sagen die ersten Stadtverwaltungen, wir müssen jetzt diese Jugend von der Straße holen. Die soll mal was Sinnvolles machen. Und zum Beispiel in der Stadt Düsseldorf erlaubt man jetzt den Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren den Zutritt zu städtischen Bibliotheken. Die sollen nämlich nicht mehr auf der Straße verwahrlosen und keine Schmuddelheftchen lesen, sondern sollen jetzt mal in der Bibliothek ordentliche Literatur lesen. Am besten noch gute deutsche Literatur, vermute ich mal. Heine, Goethe, Schiller. Aber finde ich gar nicht so schlecht, dass man mal dass man mal ein bisschen Bildung da auf die Straße holen will. Man ist angehalten, dass die Eltern das auch bitte ihren Jugendlichen vermitteln sollen. Ich würde behaupten, also die Idee ist gut, es ist gut, dass es gemacht wird, wird nicht viel ändern, weil man, ich denke mir, also Leute, die jetzt
in eine Bibliothek gehen, haben wahrscheinlich eh das Problem nicht. Also man erreicht nicht das richtige Publikum. Ja. Nichtsdestotrotz ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Jugendliche gehören in Bibliotheken und gut, dass es gemacht wird. Vor allem so, wie sich die Meldung liest, durfte man mit 8 Jahren nicht allein in die Bibliothek rein. Ja, gut, mit 8. Ja, aber warum eigentlich? Ich meine, also ich war mit 8, 9 Jahren im Alter jede Woche in der Bibliothek und ich habe die komplett immer leer geräumt. Immer jede Woche einen Haufen Stapel Bücher nach Hause geschleppt und die wieder zurückgebracht und mein ganzes Taschengeld dann über die Ziehungsgebühren verloren. Das weiß ich noch, das war mal sau ärgerlich. Ich bin sogar einmal mit irgendwie 11 ins richtig, richtig fies ins Kassosystem reingekommen. Aber man lernt draus. Also ich möchte nie wieder in einen Kassofall werden. Ja. Das war ziemlich, also wenn dann auf einmal 30 Euro Schulden 100 wären, weil 70 Euro in Kassogebühren anfallen, naja, also. Ja, gut. Man lernt draus. Mit 11 Jahren in den Kassofall zu werden, weil man die Mahngebühren der Bibliothek nicht zahlt. Ja, es ist aber die Frage, wie sauber das alles war, wenn man doch arg jung ist, ne, nicht geschäftsfähig. Aber ja. Den Ärger hat man so oder so. Ich weiß gar nicht mal, wie die Sache ausgegangen ist. Müsste meine Eltern mal fragen. Die waren, glaube ich, sehr begeistert. Also wahrscheinlich kann man das irgendwie auch dann sagen, nee, der ist so klein und bla, machen wir nicht, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich dann gezahlt wurden, aber. Das weiß ich auch nicht. Aber andererseits, was soll die Bibliothek machen? Die ist schon richtig so, dass sie darauf bestehen, dass die Bücher pünktlich abgegeben werden, von daher. Ja. Muss man einfach lernen. Und wenigstens hast du dafür Mahngebühren zahlen müssen und nicht für Schmuddelheftchen von der Straße. Eben. Gut. Eben. Weitere Meldung, Kriegsversorgungsamt, Steffen. Ja, das fand ich sehr schön. Und zwar Höchstpreise gibt es gerade. Es gab mehrere Meldungen, dass im Sommer man doch bitte barfuß laufen soll, damit man seine Schuhe nicht abläuft. Mhm. Vor allem die ganzen Ledersohlen, dass man da auch sehr viel einsparen soll. Und weil es jetzt so auch Höchstpreise gibt und die Preise in die Luft steigen für Schuhe, kam man jetzt zu der Idee, damit nicht jeder einfach seine Schuhe für noch und nöcher verkaufen darf, muss jetzt jeder den Preis für den jeweiligen Schuh in den Schuh eintragen. Und zwar in die Sohle oder Schaft einprägen. Da muss jetzt der Preis drinstehen, dass man den noch nicht mehr verändern kann. Also der Höchstpreis. Aber ich verstehe nicht, wie das funktioniert haben. Also ich schnall nicht, wie sowas funktionieren soll. Weil ich meine, was hindert mich jetzt daran, wenn ich aus irgendeinem Grund Schuhe habe und du brauchst dringend Schuhe, die für statt Höchstpreis bei Herrenstiefel 48 Mark, die für 72 Mark zu verkaufen. Naja, es gibt Leute, die kontrollieren sowas. Und dann kommt jemand rein und guckt sich in deinem Schuhgeschäft die Schuhe an, ob da der Höchstpreis der richtige drin ist. Ja, das ist mir schon bewusst. Ja. Aber wenn ich hier so einen Schuhladen habe und Schuhe werden für 48 Mark verkauft, aber der eigentliche, wirkliche Straßenpreis sind 80 Mark, dann ist es doch ein No-Brainer, den kompletten Laden leer zu kaufen. Und dann die und privat unter der Hand für 80 Mark zu verkaufen. Ja, das verstehe ich einfach nicht. Das heißt, als normaler Mensch kann man doch an diese Schuhe gar nicht mehr rankommen, weil halt derjenige, der den richtigen Hintern küsst, halt an die Ware dann rankommt. Da merkt man gerade wieder wie auch damals im zarten Alter von 11, dein kriminelles Gedankengut, Luis. Du würdest natürlich in die Illegalität reingehen. Na, ich würde zumindest abwandern und aus deinem Schuhgeschäft ein richtiges Vermögen machen. Nee, aber ich würde jedes Paar Schuhe kaufen, was ich kriegen kann, weil ich weiß, der Preis liegt höher. Genau. Und so oder so kann ich die erstmal bei mir einlagern und ich bin der Typ, der die Schuhe hat. Aber ich weiß ja nie, was passiert, gerade ob Geld noch etwas wert ist. Das heißt, alle werden die in der Lage sind, Schuhe kaufen, ob sie sie brauchen oder nicht. Das ist völlig egal, wie in der DDR. Ja. Die Verhältnisse und der normale Mensch, ja, die Mutter mit 3 Kindern, die halt dringend Schuhe braucht, kommt halt nicht ran. Aber es gibt halt einer muss ja verlieren. Den Unterschied, dass das immer noch illegal ist. Also es gibt halt Leute, die würden es halt nicht machen. Ja, das einfach, stimmt. Weil sie sehen halt den Preis und die würden dann auch diesen Höchstpreis maximal anbieten. Es gibt halt Leute, die würden sich danach richten und da hast du schon mal was gewonnen. Vielleicht ist es auch so, dass die Strafen extrem drakonisch sind, dass das Risiko zu groß ist und dass vielleicht auch damals das ganz schnell als Volksverrat, dass das gesellschaftlich geachtet war. Die Werte ändern sich halt auch. Also heutzutage ist ja Steuerhinterziehung, hat man ja das Gefühl, so ein Kavaliersdelikt. Mhm. Damals wäre das vielleicht auch anders gewesen und man wäre dann auch geachtet und hätte keine Freunde mehr und dann würde man sich das vielleicht auch überlegen. Ja, diese Schwarzmarkthändler und Wucherer, die waren nicht sehr gut angesehen, aber sie waren halt akzeptiert, weil es die Leute waren, von denen du was bekommen konntest. Eben, weil das ist ja genau das Problem, weil das bringt dir das alles, wenn halt keine, weil da gibt es keine Schuhe zu kaufen, wenn der Höchstpreis so gering ist. Egal. Ich möchte noch sagen, was so die Höchstpreise waren gerade so vor 100 Jahren. Mhm. Also für einen Herrenstiefel maximal 48 Mark, für einen Damenstiefel 44 Mark, Damenhalbschuhe höchstens 38 Mark. Ja, das ist also,
das halbe Monatsgehalt deines Hafenarbeiters. Ich möchte betonen, dass es vergleichbare Probleme im Berliner Wohnungsmarkt gibt heutzutage. Es ist ein Problem, was immer wieder auftaucht. Und ja. Dann lass uns doch mal die Höchstpreise in die Mauern der Häuser eintragen. Ja, diese Wohnung, genau. Das macht ja auch dann, ja, da ist ja das gleiche Problem. Ne? Wenn halt wenn die Wohnungs niedrig vermietet werden müssen, dann kriegt halt keiner eine Wohnung, weil halt jeder die... Also, weil die halt nicht verfügbar sind, ne? Ja. Gut, übrigens, Luis, ich ahne so stark, hättest du vor 100 Jahren gelebt, also mit diesem kriminellen Gedankengut, wärst du wahrscheinlich relativ schnell verhaftet worden. Wahrscheinlich auch. Ich glaube, das war damals keine gesunde Einstellung. Und dann auch noch, du als Sozialist, du wärst wahrscheinlich politischer Gefangener gewesen. Ja, genau. Ich meine, mit der Forderung, keine Kriegsgewinne anerkennen zu lassen, man könnte ja sagen, um halt einen möglichst guten Frieden rauszuholen, soll man offiziell keine Gebietsgewinne anerkennen. Das kann man ja machen. Also ich finde es schon gut, man darf sein Blatt geschickt ausspielen. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, es gibt noch eine weitere Meldung, nämlich der Kaiser, Wilhelm II., vor 100 Jahren, ja, der gibt Amnestie gerade auf alle politischen Gefangenen im Deutschen Reich. Juhu. Und das finde ich schon mal ein krasses Stück. Da merkt man, also auch dem Kaiser muss bewusst sein, da ist jetzt Ende Gelände. Da kann ich jetzt auch mal eben Amnestie für alle politischen Gefangenen geben. Ich möchte an der Stelle gleich was von Harry Graf Kessler zitieren. Und zwar, der hält sich mit ein. Das fand ich sehr, sehr gut. Und zwar, da hält sich mit jemandem. Und diese Person, die heißt Ludwig Bauer, die wird von Harry Graf Kessler als eine laufende Wahrsagerkugel verkauft. Also der hat immer recht gehabt. Der hat auch die Antwort von Woodrow Wilson gut vorhergesagt. Und der sagt halt, die Revolution in Deutschland ist unabwendbar. Alle Voraussetzungen, die sonst überall Revolution hervorgerufen haben, seien heute in Deutschland da. Nämlich wirtschaftlicher Druck, eine große militärische Niederlage, überstürzte politische Erneuerung, Unzufriedenheit mit der bisherigen Regierungsform. Er könne sich nicht vorstellen, wie es nicht zur Revolution kommen könnte. Und innerhalb diesem Kontext ist halt die Frage, ob eine Generalamnestie eine gute Idee ist, wenn man Stabilität möchte. Meines Henne-Ei-Problem. Diese Generalamnestie ist ja gerade das, was zur Revolution führt. Also das ist ja auch das, worauf er sich wieder bezieht. Ne? Wollen wir damit auch gleich zu Harry Graf Kessler kommen? Ja, sehr gerne. Können wir gerne machen. Kommen wir zum Harry Graf Kessler Teil. Also eigentlich zum Totholz-Teil, ja. Genau, und zwar ich habe mitgebracht Harry Graf Kessler etc. 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 Der kennt ihn nicht. Der kennt ihn nicht und so weiter. Wen hast du mitgebracht, Steffen? Ich habe mal wieder von Max Arthur Forgotten Voices of the Great War mitgebracht. Und zwei Berichte, zwei vergessene Stimmen, die nach dieser Folge nicht mehr vergessen sein werden. Sehr gut. Wie schon festgestellt, fange ich einfach mal an. Ja. 6. Oktober, er ist in der Schweiz. Er ist in den letzten 2 Wochen aus seinem Leben komplett in der Schweiz. Ich werde euch den Zeitraum präsentieren vom 6. Oktober bis zum 20. Oktober. Aufgehört hat es ja, Zitat, alles in Erwartung der Entente-Antwort. 6. Oktober. Ja. Und er trifft sich, er tut viele Dinge. Und das ist die Reaktion. Und dann kommt die Antwort aus den Amerika ein. Und er redet wieder mit seinen direkten Vorgesetzten in Bern. Das ist nämlich dieser Romberg. Und Zitat. Als erstes gab mir Romberg die Antwort von Wilson, die eben einlief, zu lesen. Der Eintrag war, dass sie weniger unangenehm als befürchtet werden könnte. Romberg meinte, dass sie jedenfalls einen Anknüpfungspunkt für Verhandlungen geben würde und dass, wenn erst verhandelt werde, keine von beiden Parteien ihre Soldaten wieder zum Losschlagen bringen könnte. Ich wandte ein, dass die Amerikaner noch nicht kriegsmüde seien, daher nötigenfalls sicher den Kampf wieder aufnehmen könnten. Darüber sollten wir uns nur keine Illusionen machen. Ja. Das ist eine gute Einschätzung, wie ich finde. Ja. Und es gab halt mehrere Antworten aus Amerika, die sich so durchziehen. Ich schätze nochmal die Lage ein, Zitat, alles ist in Fluss geraten. Gerüchte und Unruhen gehen durch die Welt unserer Klienten. Der ganze Osten, den wir unterworfen hatten, beginnt sich zu regen. Man ermisst jetzt erst, welch ungeheures Weltreich sich unter unserer Führung gebildet hatte. Sollte wirklich das alles in 14 Tagen zerbröckelt sein? Es
geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Ne? Wir haben das ja schon in der letzten Folge gehabt, da ist da so viel passiert. Und du merkst jetzt, dass also immer mehr Ereignisse aufeinander folgen, auch das Deutsche Reich sich ja komplett zurückzieht, denn auf einmal der uneingeschränkte U-Boot-Krieg von heute auf morgen beendet wird. Ja, ich glaube, die Leute, die wissen einfach nicht, was in den nächsten zwei Wochen alles passiert. Das können sie nicht abschätzen. Absolut. Und jetzt haben die Deutschen nochmal geantwortet auf Wilsons Rückantwort, die Antwort auf die Antwort. Zitat. Die deutsche Antwort ist heraus. Wir bestätigen die Annahme der 14 Punkte Wilsons als Grundlage eines dauernden und gerechten Friedens. Außerdem erklären wir uns bereit, die besetzten Gebiete zu räumen. Wir überlassen es dem Präsidenten, eine gemischte Kommission zusammenzurufen, die die Abmachung über die Räumung treffen soll. Damit haben wir in allem Grundsätzlichen kapituliert. Nur in Einzelheiten können wir noch Vorteile oder Sicherungen heraushandeln. Bei der diplomatischen Kunst, die uns zur Verfügung steht, wird das wenig sein. Ja. Herrlich. Sehr schön. Herrlich. Ein Harry Graf Kessler. Also er sagt halt, wir haben komplett kapituliert und wenn man fähig wäre, könnte man über Details noch was reißen, aber wir sind nicht fähig. Also alles ist verloren. Aber also, wie gut er das formuliert, das ist ein Traum. Finde ich super. Harry Graf Kessler. Genau, und jetzt geht natürlich in der neutralen Schweiz die Gerichteküche heiß her. Und am 14. Oktober ist der Stand der Gerichteküche der folgende. Da trifft er sich mit einer, ich glaube, mit einer polnischen Gräfin. Nach dem Frühstück bei der Sankt oder ST, nach dem Frühstück bei der ST, sie sagt, nach sicheren Nachrichten, die sie von den amerikanischen, englischen und französischen Botschaften habe, würde die Entente vor jeder Friedensverhandlung folgende Bedingungen stellen. Besetzung von Metz, Straßburg, Mühlhausen und Danzig, Auslieferung des ganzen in den besetzten Gebieten befindlichen Kriegsmaterials, Besatzung gewisser deutscher Bahnstrecken, Versprechen, die verwüsteten oder besetzten Gebiete Belgiens und Frankreich verkommen, wieder aufzubauen, Besetzung der deutschen Kolonien, bis alle Schäden in den besetzten Gebieten voll bezahlt seien. Dagegen sei die innere Lage in Frankreich und England höchst bedrohlich. Wenn wir diese unerhörten Bedingungen zurückweisen, würde eine revolutionäre Bewegung in Frankreich einsetzen. Das ist die Gerüchteküche. Was sagst du dazu? Ich kann den Punkt verstehen, dass auf jeden Fall alles wieder aufgebaut werden sollte. Hm? Also ich kann das verstehen, dass man sowas fordert. Hm? Ja. Interessant ist, also das ist ja ein wesentlich milderer Frieden als der eigentlich kam. Also man kann jetzt schon erahnen, wie schlimm der Schock von Versailles eigentlich ist, weil also hier geht es ja darum, dass die Deutschen nur für das bezahlen, was sie in den besetzten Gebieten kaputt gemacht haben. Das wäre Belgien und Frankreich. Mhm. Und das nur wiederherstellen, was jetzt erstmal irgendwie auch Sinn macht. Dass halt sozusagen Gebiete besetzt werden, aber das heißt nicht, dass die abgetretet werden. Die werden halt erstmal nur besetzt. Mhm. Und es war ja dann so, dass Danzig abgegeben werden musste, Westpreußen und abgegeben wurde, Elsaß-Lothringen fiel an Frankreich und das Rheinland wurde besetzt. Das heißt, das war wesentlich schärfer als das, was hier drin stand. Mhm. Und die Kolonien, die sollten auch wieder zurückgegeben werden, irgendwann mal. Und das war ja auch nicht so im Versailler Frieden. Und von den Reparationen, die dazu kamen, die wurden hier gar nicht erwähnt. Also das ist eine wesentlich mildere Form. Und auch das bezeichnet er schon als total schlimme Bedingungen. Also sehr, sehr interessant, wie sehr die Sicht ist. Das heißt, sie wissen noch gar nicht, was da eigentlich noch kommt. Ich bin gespannt, was er zu den letztlichen Friedensbedingungen denn sagt. Genau. Später. Danach unterhält er sich mit Bauer, und der halt sagt, eigentlich muss eine Revolution kommen jetzt in Deutschland. Wir haben alle wichtigen Rahmenbedingungen dafür gecheckt. Und dann kommt die Antwort von Wilson. Die nächste Antwort, und zwar heute Wilsons Antwort, die sachlich die militärische Kapitulation von uns fordert. Einer der ernstesten Tage der deutschen Geschichte. Der Rhein fließt unter mein Fenster, der vielleicht bald nicht mehr deutsche Rhein. Uiuiui. Ich glaube allerdings an eine ungeheure Reaktion der jetzt schweigenden Elemente in Deutschland. Und wenn nicht, die durch das Eingreifen Amerikas gefälschte Kraftverteilung in Europa könnte keinen Bestand haben. In Europa selbst sind und bleiben wir die Stärksten. Falls kein ehrlicher Ausgleich in einem gerechten Völkerbund zustande kommt, wird über kurz oder lang dieses unverrückbare Machtverhältnis wieder durchdringen und die verlogene Fassade sprengen. Immer noch dieser Gedanke, man ist immer noch der Stärkste in Europa, ja?
Ja, aber er sagt eigentlich schlaue Sachen. Also es geht ja genau darum, was ich geschrieben habe, dass halt Wilson sagt, wir müssen, Deutschland muss militärisch kapitulieren und er holt die Entente mit rein. Und dass es halt klar ist, dass es irgendeine Form von Rachefrieden geben wird. Und deswegen bläst er Trübsal und sagt, der deutsche Rhein ist vielleicht nicht mehr deutsch, weil die historische der historische Wunsch von Frankreich ist der Rhein als sozusagen Westgrenze. Also ich überschlage gerade alles, bremse mich, wenn ich das alles so schnell runterrassel. Und der Rhein auch ist ja auch ein stark umkämpftes, symbolisches Stück Gebiet, was ja auch schon in den Ende des 19. Jahrhunderts ja auch schon in sehr vielen Liedern besungen wurde, dass man den Rhein schützt und so weiter. Also das ist schon auch ein Symbol bei den Deutschen. Und das haben die Franzosen ja auch bekommen. Die haben Elsass-Lothringen bekommen und konnten das Rheinland militärisch besetzen. Das heißt, der Rhein ist die Westgrenze Frankreichs. Und jetzt ist er halt sehr niedergeschlagen. Und er sagt aber halt auch, dass die Deutschen die Stärksten sind in Europa, wenn es halt einen Frieden gibt, der das sozusagen nicht berücksichtigt. Dann wird früher oder später der große Knall kommen. Und damit hat er eigentlich recht. Ja, eine schöne Glaskugel, die er da hat. Ja, absolut. Kann man die kaufen? Hier ist schon wieder gut, ne? Kommen wir nochmal zu den Österreichern. 18. Oktober. Der Kaiser von Österreich erlässt ein Manifest zur Föderalisierung Österreich. Zitat. Österreich soll dem Willen seiner Völker gemäß zu einem Bundesstaat werden, in dem jeder Volksstamm auf seinem Siedlungsgebiete seinen eigenen staatlichen Gemeinwesen bildet. Als Bund freier Völker soll es aus den Stürmen des Krieges hervorgehen. Ungarn trennt sich von Preußen und zieht sich auf die reine Personalunion zurück. In Preußen kommt das gleiche Wahlrecht zustande und dem Kaiser und König wird ein Teil seiner wichtigsten Rechte in der Reichsverfassung gestrichen. Zu gleicher Zeit gehen das alte Preußen und das alte Österreich unter. Es sind Episoden gewesen. Also das ist jetzt, das sieht man wirklich, wie diese großen Reiche zerfallen. Das beschreibt er jetzt gerade. Das ist ein Zerfallsprozess. Ja, man sieht das ja auch aus dem Jahr davor mit dem Russischen Reich. Ja, das ist ja, das ist das erste Mal gesehen worden, wie schnell so ein riesiges Reich, was lange Zeit sich behauptete, dann auf einmal fallen kann. Ja? Also er sagt es auch, Deutsche Reich, Österreich, Ungarische Reich sind Episoden gewesen, das Ende. Sein Chef sagt dazu, Romberg schien im Prinzip die Notwendigkeit anzuerkennen, dass der Kaiser verschwinde, um die Dynastie zu retten. Am besten wäre es aber, wenn man ihn an die Front hetze und ihm die Gelegenheit gebe, den Soldatentod inmitten seiner Armee zu sterben. Eine Abdankung sei nicht ungefährlich, weil es so gehen könnte wie in Russland und mit der Person auch die Dynastie fallen könnte. Ja. Und ich meine, der Romberg ist ein sehr hoher, sehr rechter, konservativer Mensch in der Bürokratie des Auswärtigen Amts. Also der ist eher regierungstreu, um es mal so zu formulieren. Also der Kaiser soll an die Front einen Soldatentod sterben, um die Dynastie zu retten. Weil sonst wird er eh gelünscht und dann fehlt mit ihm auch die Dynastie. Und das Chaos. Und also ich meine, die Idee ist gar nicht mal so. Also ja. Es ist schwierig zu sagen, zu solchen Aussagen, dass die gar nicht mal so. Also ich finde, das Problem wurde korrekt erkannt. Über die vorgeschlagene Art der Lösung könnte man diskutieren. Ja, ich finde es spannend, wenn man mal über den, also angenommen, der wäre jetzt nicht in den, also das kann man ja schon mal spoilern, er ist ja dann in den Niederlanden abgehauen, geflüchtet. Angenommen, er wäre zur Westfront gefahren, hätte sich dort in den Graben, also wäre dort aus dem Graben emporgesprungen und wäre auf die französische, britische Linie zugerannt, wäre natürlich wahrscheinlich, hätte er keine 10 Sekunden überlebt. Stell dir das mal vor, was später draus gemacht worden wäre. Das wäre der Märtyrer ohne Ende gewesen. Also ich wollte gerade sagen, was für Helden, die da wahrscheinlich gesungen worden wären. Ja, richtig. Und vor allem, das wäre nochmal ein deutlich stärkeres Feindbild von wer auch immer ihn dann erschossen hätte, ob es eine britische oder eine amerikanische oder sogar noch schlimmer für die Deutschen damals eine französische Kugel gewesen wäre. Das wäre nochmal ein stärkeres Feindbild geworden. Die haben unseren Kaiser getötet. Und ich meine, die Aussage von dem Romberg ist hart, aber der Kaiser Wilhelm, der Zweite, ruft seit Jahren für diesen Krieg aus und da sind jetzt schon mehrere Millionen Leute gestorben, auch mehrere Millionen seiner eigenen Untertanen. Und ich meine, wenn man zu solchen Projekt aufruft, dann muss man auch, dann finde ich es auch nicht verkehrt, von jemandem zu fordern, dass der sich halt da auch dran beteiligt und riskiert hat, dabei drauf zu gehen. Ist halt nun mal so. Ja? Zumal ja auch am Ende gesagt wurde, das ist jetzt die Schlacht des Kaisers. Er ist jetzt zur Front gefahren und offiziell
offiziell war es ja, hatte er ja die oberste Heeresleitung letztendlich inne für die Westfront da, auch wenn er wahrscheinlich in Wirklichkeit nichts gemacht hat. Aber ja, also das damals hattest du ja auch gesagt, symbolisch hat er jetzt die Hand genau. im Spiel und wenn jetzt verloren wird, dann ist das Reich damit auch verloren. Ja, er muss was machen, ansonsten stellt sich die Sinnfrage über seine Rolle, weil dafür hat man jetzt einen Kaiser. Das klingt jetzt zwar hart, aber der muss jetzt Maßnahmen machen. Also ich meine, ich bin froh, ich bin gegen eine Monarchie und ich mag Demokratie und Sozialdemokratie. Wenn ich jetzt ein Anhänger wäre der preußischen Monarchie, würde ich aber genau solche Sätze auch sagen, hey, jetzt Kaiser, dafür bist du gepampert, dafür hast du ein tolles Leben gehabt, du musst jetzt hier irgendwie auch das Einsatz zeigen. Und ich meine, in einem Krieg, wo das Spiel um Leben und Tod geht, muss man auch mal eine Niete ziehen. Das war ja damals auch für viele Soldaten überhaupt unvorstellbar, dass sie gerade noch an der Front waren. Auf einmal ist der Krieg vorbei und dann kam ja die Nachricht durch, der Kaiser Wilhelm II. Ist geflüchtet in die Niederlanden. Und das war ja für viele unvorstellbar, dass er jetzt geflohen ist und für den sie ja auch gekämpft haben. Ja, eben. Viele haben ja nicht fürs Deutsche Reich, sondern haben halt für die Symbolfigur auch gekämpft. Ja. Und vor allen Dingen, ich meine, der hat sich ja auch immer hingestellt und Blut und Eisen gefordert, also noch wirklichen Tod und keine Gnade und also da merkt man halt auch einfach, dass dieser Typ ein Schwachmat ist, ganz ehrlich, weil ein fähiger Mensch wäre gar nicht erst in dieser Lage, ja, und dann, das heißt, er, das, was er selber sagt, setzt er halt nicht um und das ist auch ein Problem, was wir auch heute haben. Möchte ich wieder den Querschlag ziehen, dass wir zum Beispiel in der Sozialdemokratie oder gerade in der linken Politik, die ich ja persönlich sehr bevorzuge, haben wir halt Leute, die reden halt von einer Multikulti-Gesellschaft und tolle Dinge, ja, aber selber würden ihre Kinder halt in so einer Gegend nicht in die Schule schicken und da auch nicht wohnen wollen, ja, aber reden davon. Und deswegen nehmen wir die Linken keiner ernst und das ist halt auch ein Grund, warum die SPD gerade viel stärkste Kraft ist. Es ist immer gefährlich und es wird jetzt auch gefährlich, was du langsam sagst, aber mach mal noch weiter. Ja, was ich jetzt sagen wollte, ist immer gefährlich, von Dingen zu reden, deren Konsequenzen man nicht selber tragen muss. Ja. Und das ist, finde ich, eine Schwäche der linken Politik, weil die Rechten, die sagen ja von Anfang an, die haben dieses Problem nicht so stark, weil sie halt so selber leben, wie sie reden. Die sind halt Arschlöcher und leben wie Arschlöcher. So, ja. Da gibt es den Unterschied nichts. Ja, ich würde das trotzdem nicht verallgemeinern wollen. Ich bin kein Fan von der Verallgemeinerung. Ja, es ist, ich drehe gerade das große Rad. Sagen wir so, es gibt überproportional viele in den Linken und Sozialdemokratie, die sowas, die das vielleicht betrifft. Genau, es trifft es auch nicht alle. Ne? Es gibt auch viele Leute, die das ehrlich meinen, da hast du völlig recht. Wir lassen das jetzt. Das war unser Pflichtdisclaimer. Ich würde sagen, wir kommen damit dann zu meinem Teil. Es sei denn, du hast noch was. Ja, genau. Zitat. Das gestrige Manifest des Kaisers in Österreich sei ein ungeheurer Fehler, denn dadurch habe der Kaiser selber anerkannt, dass Österreich aus getrennten Nationen bestehe. Und damit war es das auch. Wieder erstaunlich gute Dinge im Tagebuch von Heinrich Effner. Also erstaunlich gut, mit gut meine ich, gut in die Glaskugel geguckt. Dann noch ein letzter Satz. Die Wirkung unserer Niederlagen ist dort ungeheuer, weil niemand sie erwartet hat. Hat er auch wieder mit recht. Ne? Gut, ja, vielen Dank, Luis, für den Harry Graf Kessler. Wir haben jetzt noch zwei Berichte, zwei Zeitzeugen, vergessene Stimmen, die nach diesem Podcast nicht mehr vergessen werden. Denn man hört der Podcast auch in 500 Jahren noch. Vielleicht sind es mittlerweile nur noch 480 oder 490 Jahre, man weiß es nicht. Und zwar Forgotten Voices of the Great War. Ich habe einmal mitgebracht Corporal Clifford Lane, ein Brite aus dem Herefordshire Regiment, erstes Bataillon. Und er berichtet von seiner Attacke auf die Front von Le Cateau. Das wäre in Frankreich vermutlich. Das ist in Frankreich, genau. Und da beschreibt er eine Nachtattacke. Und das habe ich so auch noch nicht groß gelesen. Also wir hatten auch schon mal, wie Attacken aussahen, wenn starker Regen war oder Nebel war, dass sie sich teilweise gegenseitig am Rockzipfel fassen mussten, weil sie sonst die Hand vor Augen nicht gesehen haben. Und die haben jetzt also eine Nachtattacke vorbereitet und beschreibt dann so ein bisschen die Logistik. Denn aus den Tagesangriffen ist schon bekannt gewesen, das ist alles sehr chaotisch. Selbst wenn du da mit sehr vielen Leuten auf einmal losstürmst, irgendwann ist das so chaotisch, da weißt du nicht mehr, ist links und rechts noch Freund oder Feind. Du musst dir die Leute genau ansehen. Jetzt ist halt nachts und auf einmal siehst du noch weniger. Und da musst du dir was einfallen lassen.
Und was die da gemacht haben für ist, sie haben sich hinten ein Stück Metall auf den Rücken gemacht, damit man halt von hinten, also von der freundlichen Linie und Seite, sehen konnte, wo sind die eigenen Leute. Wie jetzt? Von, also wo war das Metall? Hinten auf dem Rücken. Das heißt, wenn man, am Rücken war ein Stück Metall. Genau, und wenn man ja Richtung Gegner stürmt, dann kann der Gegner das reflektierende Metallstück nicht sehen, also reflektierend von Lichtquellen natürlich. Aber die eigenen Leute können dich von hinten erkennen. Okay. Und man hatte auch ein paar Kerzen dabei. Ich weiß jetzt nicht. Also wenn ich jetzt da einen Nachtangriff hätte und es wäre jetzt die Problemlösung, wäre ich nicht so begeistert. Naja, ich glaube, weißt du, Luis, man hatte ja früher nichts. Man war schon froh, sich wenigstens ein kleines Metallstück hinten auf den Rücken zu machen, damit die eigenen Leute nicht auf einen feuern. Genau, also wir sind jetzt hier nachts. Grabenkrieg ist Erster Weltkrieg. Sie machen Nachtangriff, keine Sorge, dir passiert nichts. Wir haben ein super System erfunden, dass jeder sich erkennt. Ja? Du kriegst ein Stück Metall im Rücken und eine Kerze. Ja, das ist die Lösung. Dann würde ich ganz schnell überlegen, was hat mich jetzt hierher gebracht? Warum bin ich jetzt hier? War das die klügste Entscheidung meines Lebens? Ja. Und jedenfalls machen sie dann diesen nächtlichen Angriff. Mit der Kerze und mit den Kerzen, genau. Und tatsächlich haben auf einmal, also es ist jetzt Mitte Oktober, und die ganzen Deutschen haben kaum noch Gegenwehr geboten. Und kamen teilweise auch raus und haben weiße Shirts, einfach mit weißen Shirts gewedelt, also als eine weiße Flagge, wir geben auf. Und das war, er schreibt hier, sowas hätte er niemals gesehen in den alten Tagen. Also er sagt noch vor einigen Jahren, als der Krieg noch mittendrin und Anfang oder mitten im Krieg war. Und das hat ihn schon beeindruckt, dass es jetzt in diesen letzten Tagen des Krieges anscheinend so viele Kapitulationen und kaum noch Gegenwehr gab. Weil ja auch nun ja die Deutschen, die hatten ja auch kaum noch Möglichkeiten. Da gab es ja kaum noch Munition, kaum noch Nahrung und so weiter. So viel also, was Corporal Clifford Lane sagt dazu. Kommen wir noch zum Major Philip Neame, Field Company und 15. Field Company Royal Engineers. Und wir hatten in den letzten Berichten sehr viele Australier, komischerweise, die was über die Amerikaner sagen. Und er sagt jetzt auch etwas über die Amerikaner. Und zwar gab es Ende Oktober, gab es diese Begebenheit, dass sie auf die Deutschen zustürmen wollten. Und links von ihm, sagt er, waren die Amis und rechts von ihm noch die Briten, also andere britische Divisionen. Und sie kamen alle sehr gut zurecht, außer die Amerikaner. Und auf die mussten sie warten teilweise. Die haben ihre Ziele nicht so richtig gut erreichen können. Warum eigentlich nicht? Das schreibt er nicht so ganz. Also in der Situation schreibt er das nicht so ganz. Warum, konnte er nicht sagen. Sie hatten wohl sehr viele Probleme. Haben dann irgendwann ihre Ziele auch erreicht und dann hieß es so, nach Aussagen, ihr habt jetzt 48 Stunden Ruhezeit, danach machen wir weiter. Dann gibt es wieder einen Vorsturm. Und er sagt auch, also sowohl seine Einheit als auch die anderen britischen Einheiten, die hätten auch loslegen können, aber sie mussten auf die Amerikaner warten. Und zwar so lange, dass sich das um 4 Tage verzögert hat. Und jetzt sagt er auch den Grund dafür. Später hat sich halt herausgestellt, dass die Amerikaner mit ihren Versorgungslinien nicht zurechtkamen. Es gab wohl irgendwelche Störungen auch beim Versorgungsnachschub, auch mit dem Essen. Na gut. Was auch die Artillerie mit einschloss und auch die Artillerie dann nicht mehr hinterherkam. Gut, das macht Sinn, der 403-jährige Kriegserfahrung, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Da merkt man auch, dass die Amerikaner erst seit kurzem im Krieg sind und noch nicht so viel Erfahrung haben. Und die haben halt nur eine 100.000 Mann große Armee gehabt und die waren wahrscheinlich irgendwelche Büffel gehütet, aber Amerika, bei der Größe ist das ja lächerlich. Und die haben halt einfach auch generell keine Erfahrung, eine Armee. Und also Harry Graf Kessler redet immer von 2 Millionen Amerikanern in Frankreich. Jetzt ist halt die Frage, wie gut seine Zahlen sind. Das müsste man nochmal validieren irgendwo. Aber ich denke mal, so komplett falsch ist, es werden nicht 100.000 sein, es werden schon eine entsprechende Größenordnung Amerikanern halt in Frankreich sein und klar, Logistik ist nicht so einfach. Ja, also merkt man auch, dass damals die Amerikaner vor 100 Jahren halt noch nicht so gut waren im Krieg machen, wie sie es jetzt gerade sind. Ja.
gut bezeichnet hier Effektivität. Ja. Ja, so viel zu den zwei nicht mehr vergessenen Stimmen von dem großen Krieg. Nächstes Mal kommen wir tatsächlich zu den ersten November-Berichten aus den, ich wollte Tagebüchern sagen, aber von den Forgotten Voices. Da sind auch ein paar sehr interessante dabei. Freue ich mich schon. Gut. Dann vielleicht nochmal in eigener Sache, bevor wir komplett aufhören. Ne? Das ist die drittletzte Folge. Ja. Am 11. November ist erstmal Schichtenschacht für ein Jahr. Wir wollen es nochmal betonen. Also auch in der Hinsicht, wir freuen uns bis dahin über jegliche Art von Feedbacks und Rückmeldungen, weil danach kommt erstmal ein Jahr nichts. Genau. Es wird dann aber auf jeden Fall ein Jahr später eine Folge kommen, wo wir dann sagen, wie es mit 400 weitergehen wird. Genau, ich möchte auch überlegen, irgendwie ist mir der Harry ans Herz gewachsen, ich würde auch irgendwie gerne so ein bisschen erzählen, was der gemacht hat in dem Jahr. Aber das ist auch alles noch. Ja, also theoretisch könntest du ja auch mal so 5-Minuten-Folgen mal so einmal im Monat rausgehen. Das könnte man wirklich machen. Hätte ich eigentlich, aber das werde ich mir überlegen, weil wir merken jetzt gerade, wir bereiten jetzt schon die letzte Folge vor und das geht echt an die Zeit in Substanz. Es zehrt ein wenig. Es zehrt echt ein wenig. Also ich beschäftige mich jeden Tag jetzt. und mir macht das echt Spaß, aber jeden Tag. Und man hat dann noch so viele andere Sachen. Ja. Das wird dann auf jeden Fall weniger, weil ich habe jetzt, also du hast einfach sehr viel Uni-Sachen, sagen wir es mal so. Hm. Ich habe jetzt angefangen, eine neue Sprache zu lernen, die jetzt nicht die einfachste ist. Nee. Ja, sagen wir mal so, sie ist die einzige phonografische Sprache der Welt. Zumindest steht das so in dem Lehrbuch drin. Ich kann das fast gar nicht glauben. Also, wo halt sozusagen die Buchstaben so höhlenmalerische Zeichen entsprechen. Also, dass der Buchstabe selber sagt, also ein Mensch sieht halt aus wie ein Mensch in der Idee her. Mandarin. Also, so ist halt die Idee. Also, diese Zeichen sind halt wirklich das Symbol für einen Mensch. Ja, mal gucken. Gut, klingt doch wieder sehr philosophisch. Fristzeit. So. Ja, daher, wir werden auf jeden Fall berichten, wie es weitergeht. Wir sind noch nicht sicher, was wir machen. Ja, aber sehr gut. Ich schweife mal ab und Steffen behält den roten Faden. Das finde ich gut. Und dann möchte ich auch den roten Faden zu Ende führen, zum Knäuel zusammenknoten und sagen, wir hören uns in 2 Wochen. Und immer fleißig nähen.